In dieser Podcast-Folge erfährst du, was man als Steuerberater alles so machen kann, wenn man wirklich sich fallen lässt und einfach auf sein Gefühl hört und Dinge passieren lässt. Im Interview mit dem doch sehr außergewöhnlichen und einzigartigen Steuerberater Erich Erichsen sprechen wir verschiedenste Themen an. In der Steuerberaterbranche spricht jeder von Digitalisierung, Automatisierung und starken Veränderungen in der Zukunft. Experten und ihre Lösungen sprießen aus dem Boden wie Osterglocken im Frühling. Doch wie reagiert die Branche? Verunsichert. Wer kann jetzt tatsächlich weiterhelfen und vor allem wie? Unzählige zusätzliche Herausforderungen neben dem Tagesgeschäft. Wie bewältigt eine einzelne Kanzlei all das ohne die wirklich richtige Beratung? Daniel Terwersche ist innovativer Coach für Steuerberater und zeigt dir in seinem Podcast, wie es funktioniert. The New Generation Steuerberater. Wie Kanzleiinhaber und deren Mitarbeiter zu den Gewinnern im digitalen Wandel unserer Zeit gehören werden. Hör zu! Fang jetzt an, deine Kanzlei für die Zukunft fit zu machen. Die Zeit ist reif. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom Heute schon der Steuerberater von morgen sein. Und heute habe ich wieder einen Gast, schon das zweite Mal hintereinander. Und zwar einen Steuerberater, da müssen wir gleich nochmal erzählen, wie wir uns da kennengelernt haben, mit dem ich mich mittlerweile sehr viel verbindet, so ein Bruder im Geiste, weil ich bin ja vielleicht so der langhaarige Typ, der in die Steuerberaterbranche gekommen ist und für viele nicht passt. Aber genauso Ecken und Kanten hat auch mein Gast. Viele kennen ihn von der 25-Stunden-Woche, hat schon viele Vorträge gemacht, ist schon bei der DATEV die Bühne gerockt und ist mittlerweile auch über die Steuerberaterbranche bekannt mit dem Konzept. Und zwar ist das der Erich Erichsen in der dritten Generation. Hallo Erich. Korrekt. Hallo Daniel. Schön, dass ich heute dabei sein darf, mal wieder. Ist mir immer eine Freude, mit dir, langhaarigen Kollegen, zu kommunizieren. Ich bin ja nicht mal Kollege. Ich bin ja, habe ja gar keinen Steuerberater. Ja, für mich bist du Kollege. Du kommst aus dem Umfeld der Steuern als Kollegen. DATEV ist ein Kollege, du bist ein Kollege für mich. Du bist nicht nur ein Kollege, du bist ein Freund für mich geworden. Oh, danke. Kann ich nur zurückgeben. Ja, mittlerweile ist es ja so, dass wir fast wöchentlich auch nochmal telefonieren oder uns eben updaten oder Ähnliches und immer wieder austauschen. Du gehörst ja dann halt definitiv ja auch zu den 1% der coolen Typen, die mit denen wir natürlich super gerne auch zusammenarbeiten und wo wir alles unser ganzes, ja, nehmen wir mal den ganzen Blumenstrauß, den wir haben, alles ausspielen können und auch manchmal ein bisschen über die Grenzen sogar gehen können. Das soll gleich auch nochmal kurzes Teil des Podcasts sein. Aber erstmal möchte ich mal mit dir dann darüber sprechen, mit der 25-Stunden-Woche. Wir wollen das heute gar nicht so als großes Thema machen, weil ich glaube, die Podcast-Hörer, die diesen Podcast hören, die kennen das schon. Ansonsten können die auch andere Podcasts hören, einfach nach Erich Erichsen suchen. Da ist die Geschichte schon sehr gut auserzählt. Aber es ist ja nun mal so, dass es ja immer größere Kreise zieht. Gestern hattest du mich noch angerufen. Jetzt hast du sogar noch eine Information bekommen, dass du noch auf der Titelstory bist, richtig? Ja, ich bin in der Tat jetzt gestern noch mal angerufen worden, oder ich bin vor ein paar Wochen angerufen worden von einem großen, bekannten Wirtschaftsmagazin, die eine Story machen wollten um New Work-Geschichten drumherum. Und die haben halt 4 Protagonisten zur Auswahl gehabt für diese Story mit 4 Redakteuren. Und man musste sich auf einen einigen und jeder Redakteur hat so ein bisschen so seine persönlichen Favoriten ja erstmal vorinterviewt und gefragt und dann sollte halt so die Redakteurin sich im einheitlichen Kontext geeinigt werden, wer es denn werden soll. Und da habe ich jetzt gestern den Call, Anruf zu bekommen, dass tatsächlich mal mich ausgewählt hat, weil man halt findet, dass New Work und ein Steuerberater und 25-Stunden-Woche, das ist so abstrus für dieses Wirtschaftsmagazin, dass das also überhaupt nicht zusammenpasst von einem Startup oder von irgendeiner neuen Unternehmerbutze von so jungen Leuten. Da wird das wohl erwartet, dass man sowas macht. Da
wenn man das nicht macht, dann ist man schon mal gar nicht mehr Startup oder sowas. Aber ein Steuerberater wäre so crazy, das müsste man irgendwie als Story machen. Und ich wusste es im Vorwege gar nicht. Es ist sogar tatsächlich eine Titelstory und das Magazin ist bundesweit verlegt und liegt, glaube ich, so in einem weitestgehenden Mittelstand und großen Konzernen ist das, gehört das zum guten Ton, dieses Magazin irgendwie zu haben. Also da muss ich schon sagen, wow, also das sind Kreise, da hatte ich jetzt mal vor einem Jahr nicht dran gedacht, dass sich die so entwickeln. Ja, und das ist ja halt auch dieses Interessante, dieses auch mal Reibungen erzeugen oder wie du es gerade so gesagt hast, dass die Steuerkanzlei 25-Stunden-Woche, New Work, dass das irgendwo erstmal eine Disharmonie hervorruft. Also ich glaube, ich sage ja auch keine Geheimnisse, dass die meisten Steuerberater, mit denen wir sprechen, im Großen und Ganzen erstmal nicht mal mit einer 40 oder geschweige denn 50-Stunden-Woche auskommen. Und dann kommt da so ein Typ, der trotz Corona quasi an der 25-Stunden-Woche festhält. Okay, aber wie gesagt, nur mal eben für die, die jetzt sagen, hey, Erich, 25-Stunden-Woche, warum erzähle ich da jetzt nicht mehr dann darüber? Es geht halt um ein Arbeitszeitverkürzungsmodell, 25 Stunden pro Woche arbeiten, jeden Tag 5 Stunden durch durchgehende Prozesse. Und du könntest jetzt einfach mal deine Webseite nennen, wo erweiterte Informationen draufstehen und wo man genau nachlesen kann, was das beinhaltet. Was ist deine Webseite? Ja, also meine Webseite ist natürlich worldwideweb.steuerberater-büro.de und ich sage es nochmal dazu, für die, die das immer noch nicht gemerkt haben, mit UE geschrieben. Ja, mit Ü klappt das nicht. Oder einfach mal Google, einfach meinen Namen Erich Erichsen und dann tauche ich da schon relativ zügig auf. Und da kann man gerne in meiner Website auch nochmal tiefer lesen, ein bisschen angerissen, das Thema 25-Stunden-Woche, was denn so die Punkte sind, um dahin zu kommen, unsere entwickelte High-Five-Methode. Und wer da Interesse hat, der darf sich natürlich gerne jederzeit bei mir melden und wir bieten da auch ein Erstgespräch an, ein kleines Paket, ein kostenpflichtiges Erstgespräch, um einfach mal zu eruieren, ob man überhaupt dafür gewappnet ist. Und es geht auch nicht konkret immer nur um die 25-Stunden-Woche per se festgezurrt, sondern einfach um mein Arbeitszeitverkürzungsmodell. Das kann auch für einen Steuerberater, Unternehmer einfach sein. Ich möchte nicht mehr 60 Stunden arbeiten, sondern ich möchte einfach mal nur 40 Stunden die Woche arbeiten. Oder vielleicht eine 4-Tage-Woche machen oder eine 35-Stunden-Woche. Also das sind ja verschiedene Möglichkeiten, aber in all den Bereichen muss ich Prozesse irgendwo definieren, muss ich effektiv arbeiten und muss auch wie man so schön neudeutsch sagt, ich glaube, das ist schon ziemlich abgedroschen, aber auch das Mindset für entwickeln, also die Gedanken dahin bringen, dass das möglich ist. Genau, und das steht alles auf der Seite mit dann dabei. 35-Stunden-Woche übrigens hat jetzt auch der Thorsten Malli mit eingeführt oder ist dabei. Das ist ja der Podcast-Gast von der vorherigen Podcast-Folge. Das heißt, da schließt sich dann teilweise auch der Kreis, dass dann natürlich auch bei den innovativen Steuerberatern das sehr wohl ein Thema ist und auch in der Umsetzung schon stattfindet. Da gibt es natürlich auch mehrere, die das schon machen. Okay, wir haben gerade deine Webseite angesprochen. Das ist ja an sich das Projekt, wo wir auch schon seit einigen Monaten zusammenarbeiten. Eine Sache war die, als du gesagt hast, Mensch Daniel, ich brauche glaube ich mal eine neue Seite mit der 25-Stunden-Woche. Was machen wir denn da? Dann habe ich mir erstmal deine vorherige Seite angeguckt und die sah vom Logo her und so aus. Das hat mich eher an Sony Ericsson Handy erinnert, mit Blau und mit diesen Ecken und Kanten. Und ja, das Erste, was ich dir gesagt habe, Mensch, das spiegelt ja mal gar nicht deine Persönlichkeit wider. Ja, das ist auch in der Tat so gewesen, ne? Also dieses Logo habe ich mal entwickeln lassen, als ich damals 2007 die Kanzlei von meinem Vater übernommen hatte. Und da war so die Aufgabe an den Grafiker, irgendwie meine beiden Buchstaben EE irgendwie in dem Logo zu vereinen, Norddeutsch, Seeküste, sowas zu vereinbaren. Und dann ist so ein geschwungenes, stilistisches 2xE rausgekommen, was aussieht wie stilistische Geldstücke übereinander gestapelt oder Möwen oder Wellen oder wie auch immer. Das hat er von der Aufgabe eigentlich ganz gut gelöst gehabt. Und wir hatten vorher gar kein Logo. Mein Vater hat seine Briefbögen da also selber konzipiert. Das war halt irgendwie schon einfach nur Erich Erichsen drauf, Steuerberater, Thema durch, da war kein Firlefanz bei. So, ich dachte, ein Logo musste haben, das passte ganz gut dazu. Aber das hat sich einfach dann auch überdauert über die Zeit. Am Anfang war das alles ganz cool und gut. Und ja, und dann hast du auch recht,
wenn man denn so neu konzeptioniert, dann muss man auch mal neu denken und querdenken. Und ja, das haben wir dann ja auch getan. Ja, also ich habe da ja auch, glaube ich, ganz gute Vorgaben geliefert, dass ich das ganz gerne nordisch hätte. Also, dass man mich so erkennt als Typ, was ich bin. Und dass man auch halt einfach, ich persönlich finde ja einfach, kommt aus Hamburg, Fritz Cola, geiles Unternehmen, haben irgendwie Coca-Cola so ein bisschen, ja mal, einen Schrecken eingejagt mit einer anderen Kampagne. Und ich weiß nicht, wer es bei euch so kennt oder deutschlandweit, aber wenn hier bei uns Coca-Cola-Fahrzeuge von oder Cola-Fahrzeuge von Fritz Cola rumfahren, dann steht da auch mal oben auf der Plane drauf, Koksen ist 80er. Ja, also so ein bisschen frech, frisch, fromm, frei, mal aufrühren, und das habe ich gedacht, das finde ich eigentlich auch ganz gut, und das war ja auch so ein bisschen der Wurf an dich, so, ich finde das Fritz-Cola-Logo ganz geil mit den beiden Gesichtern der Gründer dazu, und daran ist dann letztendlich halt dieses Gesicht mit der Zigarre entstanden, ja, weil ich ein passionierter Aficionado von Zigarren bin. Ganz genau, und dieses Logo passt dermaßen zu dir. Ich glaube, irgendwann, wenn die Jugend aus Hamburg dann nachher wieder an die Fischbude darf, dann können wir da noch Merchandise-Artikel rausmachen, weil das ja, halt schon so einen richtigen Style hat. Okay, also das ist ja das Logo gewesen. Jetzt hast du ja auch gesagt, zum Beispiel Koks ist 80er oder halt auch diesen Slang und diese, ja, wir haben ja neben Fritz Cola natürlich auch so ein bisschen Astra mit dabei mit hineingenommen, mit den frechen Sprüchen, was da ist. Und so ist deine Seite ja auch aufgebaut. Also ich glaube, wer sich die Seite mal durchliest, der käme relativ schwierig zu dem Punkt, dass es sich um eine Steuerkanzlei handelt im eigentlichen Sinne, sondern das Wording ist ja schon sehr nordisch Fischbuden-like, würde ich sagen. Ja. Ja, ich habe auch, also man kriegt ja dann Feedbacks. Im Großen und Ganzen ist es mega positiv, das Feedback, weil ich halt auch was komplett anderes mache, als was man von einem Steuerberater erwarten würde. Ja. Also ich habe da wirklich ja auch über die sozialen Kontakte Nachrichten bekommen aus Süddeutschland von Steuerfachangestellten, also wirklich junge Steuerfachangestellte, die mich irgendwie gesehen haben und geschrieben haben, wow, Daumen hoch, geile Seite, das ist meine Aussage und so. Also dann denke ich mal, so ganz verkehrt habe ich es nicht gemacht. Ich habe aber auch sehr viele kritische Stimmen gehört von Kollegen oder auch von anderen Geschäftspartnern, die sagen, ja, ob du jetzt damit den Unternehmer mit 55 Jahren ansprichst, das meint man vielleicht, dass ich ihn damit nicht anspreche. Sicherlich ist es ein junges Wording. Ich glaube auch schon, dass ich ihn damit anspreche, dass ich einfach mich signalisiere als einen lockeren, frischen Typen. Ich bin ja noch nicht mehr so jung, ich bin 46 Jahre alt. Ja, also ich muss mich jetzt nicht mehr zur Garde der jungen Steuerberater zählen, obwohl ich das gefühlt immer bin, ja, und noch bin. Also ich war mal bei DATEV eingeladen zu einer Veranstaltung. Nicht bei der DATEV, beim Steuerberaterverband. Und da gab es dann eine Veranstaltung für junge Kollegen abends. Und da dachte ich, ey, da bin ich ja, junge Kollege. Aber da stand dann dran, zugelassen nicht länger als 2 Jahre. Ja. Und ich hätte dann zu so einem Ball gehen müssen. Ja. Da habe ich gar keinen Bock drauf, auf so einen Ball zu gehen. Ja. Ich wäre lieber bei den jungen Steuerberatern. Aber ich bin es halt nicht mehr. Aber trotzdem sind wir im Geiste jung und frisch. Und von daher finde ich auch, Kritik ist ja auch gut. Und Kritik ist ja auch, bringt einen ja auch weiter. Aber wir sprechen mit der Seite echt Leute an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt seit Anfang Dezember sind wir on letzten Jahres. Mhm. Und ich habe dieses Jahr zahlreiche neue Mandate gewonnen dadurch und auch Mandatsansprachen bekommen, die sich genau darüber angesprochen gefühlt haben und gesagt haben, das finde ich eigentlich cool. Also so will ich eigentlich angesprochen werden. Das ist eigentlich meine Idee, wie ich behandelt werden möchte oder wie ich einen Steuerberater gerne haben würde. Genau, und das muss ja auch nicht zu jedem passen, aber zu dir passt es. Das heißt, wir haben das Layout erstellt, das Logo dann mit dir sogar zusammengearbeitet. Man muss dazu sagen, das machen wir äußerst selten, weil wir jetzt keine Werbeagentur sind, die jetzt Logos erstellt. Nur bei dir war das halt auch irgendwie so eine Herzensangelegenheit, dass wir genau in dem Bereich das machen. Wenn Steuerkanzleien zu uns kommen, die sagen, die möchten es auch neu haben, dann haben wir natürlich gute Agenturen, mit denen wir da zusammenarbeiten, die es erstellen. Also alles aus einer Hand. Wir sprechen ja auch immer von schlüsselfertiger Online-Strategie. Dann die Texte haben wir ja dann halt nach Vorgabe von dir dann auch entsprechend ins Wording mal geschrieben, hat auch viel Spaß gemacht, unseren Textern hat das viel Spaß gemacht, weil es auch mal was ganz anderes war. Du hast ganz tolle Fotos da drauf, da haben wir nichts mit zu tun, das hat jetzt wirklich ein toller Fotograf bei dir aus dem Netzwerk gemacht. Das Video ist natürlich der absolute Hammer. Und und die 25-Stunden-Woche, die Landingpage haben wir auch zusammen erstellt, das Five-Finger-Konzept, ne? Also welche 5 wichtigen Dinge da sind. Und das war wirklich, glaube ich, so ein Sparring-Thema. Wir haben uns gegenseitig die Bälle zugeworfen und es wurde von Stunde zu Stunde immer besser und immer klarer.
Und jetzt ist da echt auch ein richtig geiles Konzept da rausgekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass, und wir bauen das ja jetzt auch branchenunabhängig nochmal auf als einzelne Landingpage, weil jetzt habe ich dir schon seit ein paar Monaten gesagt, das brauchst du nicht gerade jetzt in dieser Zeit ausschließlich auf Steuerberater münzen, sondern das ist Ja. eigentlich branchenunabhängig, ne? Ja, sehe ich auch so. Also, und das ist so ein Punkt. Also, diese Entwicklung hat ja auch wirklich Wochen gedauert. Also, wir haben ja wirklich, das hat sich ja Stück für Stück entwickelt, diese Seite und auch die Ideen und die Texte. Und ja, die sind halt so dieser nordische Schnack dabei halt, ne? Also, ich bin jetzt von den einen oder anderen angeschrieben worden. Ey, cool, dass du keine Bangbüchs bist, ne? So viele Leute wissen gar nicht, was eine Bangbüchs ist, ne? So, das ist ja so der Hamburger Slang so ein bisschen. Und aber genau das wollten wir ja damit auch diesen Lokalkolorit ja mit digitalisieren. Deswegen haben wir ja auch die Fotos in der Hafen City gemacht. Wir haben da den Kaspar Vogelsang, das ist ein Fotograf aus Hamburg, ist ein gebürtiger Däne. Der macht wirklich hochwertige Fotoproduktion, der macht die Fotos für Bentley, für die ganzen Autos, für Sportwagen, auch für große Magazine. Also wenn man dem mal so bei Instagram folgt, so der macht schon geile Produktion. Der hat ein eigenes Studio in Hamburg-Bahnfeld im Gaswerk. Das ist so ein altes Industriegebäude, hat man umgebaut, mehrere Gebäude. Da ist mega geil. Also das ist schon echt cool und so. Und den haben wir halt uns, ja, über Mandanten bin ich an den halt rangekommen. Wir haben den in meiner Buchhaltung in der Rechnung gesehen, dass er da Bilder gemacht hat. Und dann haben wir uns den geholt und wir haben so einen geilen Tag gehabt. Also das war so cool und wir haben uns, glaube ich, auch so cool präsentiert, weil ich habe auch da, für mich war da wichtig, dass meine Mitarbeiter so kommen, wie sie sich wohlfühlen. Ich wollte nicht dieses Gecleante haben. Jetzt sind wir alle da in der schwarzen Anzughose und wir sind jetzt mal ganz fresh. Wir lassen die Krawatte mal weg. Ja, also ganz modern. So, und ich wollte einfach, dass jeder so kommt, wie er sich wohlfühlt. Ja, und das war mir halt wichtig, dass es nicht so gestellt wirkt. Und da haben wir wirklich einen tollen Tag hinbekommen, ja auch im Herbst und war auch teilweise ein bisschen frisch und regnerisch. Aber geile Bilder in Hafen City gemacht und das signalisiert auch, wo wir herkommen. Und was aber nicht heißt, dass wir nur Mandate jetzt aus dem Hamburger Raum haben, sondern dass wir auch einfach auch bundesweit tätig sind. Nur wir wollen halt zeigen, wir sind Hamburg. Ja, wir sind norddeutsch. Das ist für mich so ich bin norddeutsch. Das ist Ja, und vor meine allen Dingen die Aussage. Sache, ich bin, ja, also das ist auch, bei dir hört man das immer sehr gerne, dieses ich bin, frag das mal viele Steuerberater, wenn du sagst, ich bin, ja, dann kommt erst mal, ich bin Steuerberater, aber das ist aber nicht so das, was ja den einzelnen Typ ausmacht, und das ist es ja, wenn man selber erstmal weiß, wer man ist, wofür man steht, was man ausdrucken möchte. Und wenn man überlegt, mit welchem Mandanten möchte der am allerliebsten zusammenarbeiten und das auch in dieser Sprache dann rausbringt, das muss ja nicht alles wie bei Erich, das ist ja schön, auch manchmal fast schon überspitzt, das ist ja schon so pointiert, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das Wort richtig ausspricht. Pointiert. Ja, keine Egal. Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, das ist ja genau das, was dann ja man auch machen kann. Und jeder kann ja auch Abstufungen machen, wo er sagt, okay, das ist jetzt über meine Komfortzone, aber ich gehe jetzt schon mal einen Schritt weiter, als ich sonst gehen würde. Und dann schafft man damit positive Erlebnisse. Okay, ich habe ja gerade noch ein bisschen auf das Video gesprochen, was auch auf der Seite ist. Total cool. Das ist ja so ein bisschen an Rocky angelehnt, wie du da Ja. mit deinem riesengroßen Hund durch die Ja, Gegend läufst, genau. Ängstlich fließend, flößend. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Und dieses Video, aber auch weitere Dinge, machst du ja mittlerweile auch aus Leidenschaft. Beziehungsweise du hast einen richtig coolen Buddy mit an deiner Seite, der das Ganze mit dir aufbaut. Magst du ein bisschen was zu dem Thema Video erzählen? Ja, klar, gerne. Also ich habe da ja einen super Buddy mittlerweile. Eigentlich ist es aus dem Mandatsverhältnis entstanden. Ist der Dennis Wienicke aus Hamburg, der ist vormals gewesen erster Kameramann beim NDR. Und der hat auch eine ja, ganz coole Vita und Agenda. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir haben euch ja auch besucht in Frieden. Und der ist einfach als Mandat zu mir gekommen. Der hat einen Steuerberater in Schenefeld gesucht, weil er sich ein Haus gekauft hat. Und der hat mir ich bin auch mal so, das mag jetzt eine andere merkwürdig finden mit meiner 25-Stunden-Woche, aber ich habe manchmal so Momente in meinem Leben, wo ich einfach mal Ruhe zum Arbeiten brauche. Und dann findet mein 5-Stunden-Tag von 3 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens statt und dann bin ich weg. Ja, dann habe ich kein Telefon, dann bin ich für mich alleine und dann kann ich konsequent ruhig durcharbeiten. Und da schrieb der mir auch früh wach um 6 Uhr eine E-Mail. Er würde den Steuerberater suchen. Und dann habe ich um 6 Uhr 5 zurückgeschrieben, er könnte gerne um 8 vorbeikommen.
Und das fand er total strange und so. Und dann kam er zu mir und da saß ich ja halt auch. Das war halt auch Sommer. Ich hatte eine kurze Hose an und ein T-Shirt und saß da so locker flockig. Und das war ihm völlig, völlig abstrus. Er hätte jetzt auch eher so einen klassischen Berater erwartet mit Anzug. So, das ist ja das Bild, was der Deutsche so von uns hat, dass wir so sind. Ja, und da sind wir zusammengekommen und haben uns irgendwie seinen Prozess angebaut und dann hat er gesagt, ja, er ist noch beim NDR und er aber irgendwie hat auch keinen Bock mehr, er war 2 Jahre in den USA, hat da den Wahlkampf von Obama begleitet mit deutschen Fernsehsendern und so weiter und so fort und irgendwie hat er da noch einen Halbtagsjob, aber irgendwie fängt das auch alles wieder von vorne an. NDR, Fernsehen ist genau wie SWR oder wie alle heißen die Sender, das sind alles Behörden. Ja, und da hat er dann irgendwann hingeschmissen und hat dann aufgehört und hat als freier Kameramann gearbeitet. Weltweit. Bundesweite, weltweite Fernsehproduktion. So, dann habe ich dann irgendwann mal erzählt, im Laufe 2019, dass wir unser Büro neu machen wollen und die haben ja unser Archiv und das ist ja irgendwie alles nicht mehr genutzt und ist ja auch leer. Und ich hab gesagt, ja, Mensch, ich bin ja Social Media so aktiv und ich würde da gerne auch mal eigentlich so Inhalte machen. So, mal irgendwelche Videos drehen. Ich habe da noch gar keine Idee gehabt, was konkret, aber ich wollte irgendwas machen. Und sagt der Mensch, in die Kanzlei umbauen, Alter, dann lass es doch im Studio, lass es da doch oder lass es doch im Archiv ein Studio einbauen. So, dann machen wir das gleich richtig so. Ich rechne dir das mal, was das so kostet. Und dann gucken wir mal, was danach kommt. So, und so hat das eigentlich angefangen. Ja. Und als wir das gemacht haben, dann sind wir da mit der Idee gegangen. Wir hatten noch gar nicht angefangen umzubauen, sind dann mit meiner 25-Stunden-Woche, da ist es eigentlich angefangen, die erste Videoproduktion in Anführungsstrichen zu machen. Ich bin beim DigiCamp von Adaptive gebeten worden, Vortrag über meine 25-Stunden-Woche in 2019 zu halten. Da habe ich die noch gar nicht vollzogen. Da war da nur die Idee. Und da habe ich gesagt, Alter, wenn ich mich da hinstelle, dann muss da irgendwie vorweg ein Video runterlaufen. Und dann gab es halt diese Star Wars, kennt ja jeder, wenn der Text ins Weltall läuft, ne, mit der Star Wars-Melodie und zum Schluss wird der Titel eingeblendet. Und das war so meine Idee. Und dann sage ich, Dennis, kannst du mir sowas konzipieren? Und dann hat er das grafisch alles fertig gemacht. Und dann haben wir halt diesen Star Wars-Trailer gehabt. Meine Annahmen zur 25-Stunden-Woche liefen halt also ins Weltraum rein. Und dann kam groß eingeblendet, 25-Stunden-Woche, die Rückkehr der zufriedenen Mitarbeiter. So. Und dann mit der Melodie, so das haben wir da gespielt und da waren über 150 Leute in dem Raum, die haben applaudiert, die waren aus dem Häuschen, die fanden es total geil, völlig durchgeknallt. Mir hatte der Philipp Stetzinger, mit dem du ja auch zu tun hast, der hatte mir letztens erst gesagt, dass als er da vorne in der ersten Reihe saß, hat er gedacht, die Dartis hätte einen Comedian eingekauft, das wäre alles so gefaked, ja, um die Leute so ein bisschen aufzufrischen. Und so ist es ja entstanden mit dem Dennis, solche Projekte und dann haben wir ja die 25 Stunden dann auch tatsächlich am 1. Januar umgesetzt. Und ich war halt vor Corona für ganz viele Vorträge zu dem Thema gebucht. Das war halt, ist halt irgendwie durch die Decke gegangen. Okay, die meisten sind dann online geworden daraus. Und dann haben wir im Februar, also wir haben im Januar die 25-Stunden-Woche gestartet und ich habe das dann auch an unsere örtliche Presse lanciert. Die haben einen Artikel geschrieben und stundan wurde ich angerufen von allen möglichen Radiosendern, Fernsehsendern, weiß der Geier irgendwas, die mit mir ein Interview haben wollten. Boom. Und dann kam Corona. 11. März, Lockdown oder 12. März. Und da war das Thema medial auch abgehakt. Thema durch, hat keiner mehr darüber geredet. Aber wir haben kurz vor dem Lockdown, tatsächlich 2 Wochen vorher, haben wir noch dieses Rocky-Video gedreht. Und das war auch, die Idee kam auch von mir, zu sagen, ich möchte halt, dieses Rocky läuft durch Philadelphia und trainiert in den Trainingsklamotten für seinen großen Kampf. Und so laufe ich durch Colmar und meine Fans und Freunde, die am Straßenrand stehen, die folgen mir einfach genauso wie in dem Film. Und dazu haben wir dann das Ganze gedreht. Mandant kam mit dem Pickup an, er saß auf der Ladefläche mit der Kamera. Dann haben wir das Ganze gedreht in 3 Szenen. Also wir haben jeden Take 3-mal gemacht und dann halt mit dem Rocky-Trailer im Hintergrund. Und so haben wir dieses Video gedreht bei uns in Colmar am Hafen. Und ein anderer Freund von mir ist Tischlermeister, der hat mir dann aus Multiplex-Holz die 25-Stunden-Woche als, sieht man auf meiner Website, das steht auf dem Deich drauf, die 25-Stunden-Woche aus Holz gebaut und die 25, 25 war eine 2 und eine 3. Wir haben zwar mal 37 Stunden gearbeitet, aber er stand die 35-Stunden-Woche und ich laufe halt den Deich hoch und boxe gegen die 3 und die kippt um und die 2 kommt hoch, 25-Stunden-Woche. So, das war diese Intention dieses Trailers. Und das, so sind wir eigentlich mit Dennis in diese Ideen reingekommen, was zu machen. Und dann hat sich das tatsächlich so entwickelt. Und dann haben wir im Lockdown die Kanzlei umgebaut und dieses Studio eingebaut. Und auch eine geile Geschichte. Ich bin ja Steuerberater und habe eigentlich keine Ahnung von solchen medialen Inhalten großartig.
fertig. Dann haben wir das Archiv gehabt und habe ich gedacht, naja, ein bisschen Platz für einen Kopierer brauchst du noch und ein bisschen Vorratsschrank und so. So ein Studio, so 8 Quadratmeter werden wohl reichen für ein Studio oder so 6. Und dann habe ich das so abgeteilt und dann kam Dennis ins Büro, ging in den Raum, kam raus, guckt mich an und sagt, Erich, und wo ist das Studio? Du meinst doch nicht diesen kleinen Raum da hinten, den du da, ich sage, ja, reicht doch, oder? Nee, sagt, das reicht überhaupt nicht. Ich sage, das ist total zu klein. Ja, und dann habe ich kurzerhand meinem Bauunternehmer gesagt, der da drin war, ich sage, reiß die Wand wieder raus, wir müssen das alles umkonzipieren, wir brauchen den ganzen Raum. Dann war aber auch schon das Parkett gelegt, ja, und der Parkettleger war auch da, sagte, alter Scheiße, ja, da lege ich irgendwas rein. Dann war der aber in seiner Parkettleger-Ehre gekränkt und hat den ganzen Boden nochmal hochgenommen und nochmal alles neu eingelegt und so. Also so hat sich dann so ein 20-Quadratmeter-Studio entwickelt mit einem perfekten Greenscreen und ja, wirklich richtig, richtig guter Technik. Und wir haben bei Instagram, letzte Woche habe ich es gepostet, haben einen Trailer gepostet, haben wir für Mandanten eine erste Veranstaltung gemacht. Wir können halt richtig auf, ohne jetzt mal eingebildet zu sein, wir können auf Tagesschau-Niveau Studios virtuell herstellen, individuell herstellen für die Kunden und das produzieren. Und wir werden das halt, ich habe da eine extra GmbH, die Erichsen Digital, mit der mache ich auch meine ganzen Vorträge und sowas. Und mit der werden wir halt das auch für Fremdunternehmen anbieten, diese Leistung. Weil ein Studio kann man sich vielleicht kaufen, wenn man das Geld dafür hat. Aber du brauchst die Leute, die das bedienen. Weil das kannst du nämlich nicht. Weil das ist nämlich die Kunst dabei. Weil deswegen ist das auch ein eigenständiger Job, das Ganze. Ja, und so bin ich mit Dennis halt in diese Geschichte gerutscht. Und jetzt haben wir zusammen Business und sagen, ey, wir bieten Studioleistungen an. Das bedeutet also, wenn ich jetzt irgendwo aus dem norddeutschen Raum komme oder sowas und ich will mal richtig gute Sachen für YouTube oder für meine Mandanten oder wie auch immer, entweder geschnitten aufgezeichnet haben oder live gestreamt haben, dann wende ich mich an dich und dann bekomme ich quasi den ehemaligen ersten NDR-Kameramann, der auch absolut top ist in dem ganzen Wissen, wie man schneidet, welche Technik da ist. Ja. Und man braucht sich als Steuerberater oder als Unternehmer um nichts zu kümmern. Man sagt sogar, ich möchte mein Studio in der und der Optik haben, dann wird es auf dem Greenscreen entsprechend dargestellt. Das ist das wie eine Tagesschau mit dem eigenen Design, wenn man so will. Ja, genau. Also das ist im Prinzip genau der Punkt. Und wir wollen mal da auch mal weit denken und sagen, das geht nicht nur aus dem deutschen und norddeutschen Raum. Ich sage mal so, der klassische Lauf eines Steuerberaters aus dem Stuttgarter Raum wäre jetzt mal oder aus dem Münchner Raum wäre, ich kann natürlich alles mit meinem Handy drehen, ne? Und ich kann mich von so filmen und ich kann mich von so filmen und das sehe ich immer irgendwie unterschiedlich aus und eigentlich immer scheiße, ja? Aber für ein Instagram-Video reicht das mal so irgendwie. Aber ich möchte jetzt mal eine richtig geile Produktion machen. Und ich möchte auch vielleicht mal eine Mandantenveranstaltung machen, wo ich sage, auch aufgrund der Corona-Situation oder generell habe ich bundesweite Mandate, ich kriege die alle gar nicht zu mir in die Kanzlei rein im Moment. Dann kann ich fliege einfach mal von München nach Hamburg, nehme mir ein Taxi, fahre nach Hamburg-Schenefeld in Studio, ja, habe da meinen Studiotag. Komm Donnerstag meinetwegen an, nimm vielleicht mal meine Frau mit ins Studio oder in den Tag mit, hab ein schickes Hotel irgendwo in der Hafen City oder an der Alster und fahre dann halt ins Studio und fange um 9 Uhr an, meinetwegen Vorbereitung und um 10 Uhr fängt die Mandantenveranstaltung an. Alle Mandanten kommen über Teams oder Blue Jeans oder welches Format auch immer da gewünscht wird rein und er sitzt im Studio, hat vielleicht noch einen Gast dabei und produziert genau wie in dem Trailer halt seine Mandantenveranstaltung 90 Minuten, 20, 120 Minuten oder whatever. So, und dann ist er ja aber schon mal in Hamburg, ja. Da kann er an dem Tag gleich auch noch ein paar YouTube-Videos produzieren, mit immer verschiedenem Hintergrund, wie er es gerne möchte. Er kann kleine Videos produzieren für Instagram. Er kann von seiner Website vielleicht nochmal einen Imagefilm machen, wo er sich präsentiert. Er kann gerne fachliche Clips drehen. So, er kann den Tag ja voll ausschöpfen. Ja. Und dann macht er noch ein schickes Wochenende mit seiner Frau in Hamburg und fliegt am Sonntagabend wieder zurück nach München. So. Okay. Oder andersherum. Oder andersherum. Das heißt, die Frau nimmt den Mann mit. Ja. Oder und andersherum. Macht das Ganze richtig. Wir können sogar so weit gehen, dass wir sagen, dass wir Inhalte drehen, produzieren und jetzt ist da eine Firma bei oder ein Mandant dabei, die wollen auch daran teilnehmen, wollen aber nicht hochkommen, können auch nicht hochkommen. Die kriegen von uns Technik versendet nach Ulm. Dann kriegen die ein Onboarding.
dann wird das da bei denen in einem Raum so produziert und aufgebaut, dass die mit der Kamera, dass die einfach nur noch das Produkt anschalten sollen. Und dann werden die live reingestreamt in die Sendung und sind live dabei. Ah, okay. Und die müssen sich dann mit nichts auseinandersetzen. Nein. Okay. Ja, cool. Also es gibt da ja auch Alternativen. Ja, also das ist jetzt die absolute Profi-Ausstattung, wenn ich mich als Beraterin oder als Berater gar nicht damit auseinandersetzen möchte und sage, ich möchte es professionell haben, ich möchte nur mit Profis arbeiten. Ich setze mich dahin, beste Kameratechnik, beste Tontechnik, best ausgeleuchtet. Ich habe alles tippitoppi. Dann spreche ich Erich an. Natürlich gibt es auch andere Alternativen. Das ist zum Beispiel der Philipp Stetzinger, der macht das viel, der coacht das auch, wie man selber mit einem überschaubaren Budget zum Beispiel sich ein eigenes Studio einrichten kann in der Kanzlei. Aber da muss man natürlich auch ein Typ für sein, ne? Wenn ich sowas ein, zwei Mal im Jahr mache, dann kann ich besser mal einen schönen Tag dann in Hamburg verbringen und Ja. da das von Profis machen lassen. Aber das kann ja jeder für sich selber sehen. Oder man macht Genau. so. Würde ich auch nur noch mal sagen, wir haben mittlerweile auch Videografen und Fotografen eingestellt bei NewGen, also bei den Kanzleistrategen. Und wenn man bei uns zum Beispiel mittlerweile eine Website oder eine Kanzleiidentität, eine Unternehmensidentität bucht, dann kommen wir auch raus und machen dann selber auch, wenn es gewünscht ist, Videos und Fotos. Sieht auch schon ganz cool aus, wohl wissend, dass Dennis natürlich da eine absolute Granate ist mit den Sachen. Aber wir wissen ja auch, jeder so, wie es dann dazu passend ist. Aber deswegen, tolle Sache, Erich. Ich finde es nämlich gut, dass wir da heute auch mal darüber gesprochen haben, über so ein professionelles Studio, dass man da einfach dann sagen kann, okay, Tagessatz bezahlen, dann Postproduktion wahrscheinlich, weil je nachdem, was ich Ja. haben möchte, ich kriege dann nachher genau die Videos in Top-Qualität, genauso wie ich es haben möchte. Und wir wissen ja alle gerade, oder ihr als Berater, was halt Qualität wert ist. Und deswegen möchte ich da auch nochmal sagen, meldet euch bei Erich, wenn ihr da Ideen habt. Der kann wahrscheinlich, oder du wirst dann ja auch mal genau den Ablauf, die Kosten und alles Ja, dann erzählen. Aber da genau. wollen wir jetzt keine Preisliste heute rausgeben. Nein, Das nein, macht am meisten das Sinn, das individuell mit dir und mit Dennis zu besprechen. können sich gerne melden. Wir sind da wirklich sehr flexibel und können viele Dinge machen. Und wie gesagt, man kann dann halt auch ja sein eigenes Studiodesign bekommen. Wir haben verschiedene Module, virtuelle, und die kann man dann mit dem individuellen Logo verwenden und verbinden. Und was bei mir, ich wollte ja irgendwas machen in dem Studio, und was bei mir halt draus geworden ist, ist halt eine Reihe, die hatten wir natürlich, da hat mich natürlich Corona so stark ins Hintertreffen katapultiert. So ein bisschen, die heißt Erich Talkt. Und ich werde halt Gäste halt einladen ins Studio, wie dich zum Beispiel, Daniel. Wir haben das ja schon geplant. Wir werden das dann am Lockdown auch machen. Da wirst du auch einer der Ersten sein, der damit mir einen Talk Abend oder Nachmittag oder welche Zeit, Uhrzeit auch immer verbringt. Das wird so eine Dreiviertelstunde sein. Das wird so ein bisschen wie, ich sag mal, wie er es von den dritten Programmen kennt, NDR. 3 nach 9, so ein Talk in gemütlichen Sesseln und mit ein bisschen was zu trinken. Und dann redet man entweder ohne Thema einfach so drauf los, oder wir haben ein spezielles Thema, worüber ich jetzt das Interview mit dir führe und mich unterhalten möchte. Und halt, das ist im Moment mal so geplant für alle Menschen rund um die Steuerberatung, Steuerberater an sich, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und alles, was so da drumherum angeflanscht ist von Softwareanbietern wie die Datev oder CRS als CRM-Softwareanbieter, mit dem man da irgendwie zusammenarbeitet und sagt, Mensch, kommt doch mal vor, stellt euch mal vor, was seid ihr eigentlich, oder wie kommt man eigentlich als Rechtsanwalt darauf, eine Steuerberaterverrechnungsstelle aufzumachen, ja? Wie entwickelt sich sowas? Also Sven Ja, auch und schon dass man Termin. einfach mal, Ja. genau, dass man einfach mal der tolle Termine macht, und wir werden jetzt halt eine Studiolist mal ein bisschen erarbeiten mit Terminen und dann einfach mal so eine Guestlist aufstellen, und wer Lust hat, nach Hamburg zu kommen, der wird dann gerne eingeladen und kann dann gerne hochkommen und kann dann natürlich das auch verbinden mit einem netten Wochenende wiederum mit seinem Mann oder seiner Frau oder den Kindern oder wie auch immer. Da wird es halt einmal im Monat so eine Produktion geben. Und das ist halt die Idee, die dahinter steht, die ich hatte, weil ich bin jetzt der Meinung, ich muss jetzt nicht noch den x-ten Podcast aufsetzen. Ne? Das machen viele andere schon sehr professionell und gut und mit vielen Followern. Und ich muss auch nicht der x-te Steuerberater sein, der auf YouTube irgendwie ganz witzig und toll irgendwelche steuerlichen Sachverhalte erklärt. Da machen das auch schon ganz viele. Aber es talkt noch keiner über das Thema Steuern und drumherum. Ja. Okay. Ja, ich freue mich ja schon drauf. Ich meine, ich freue mich dann auch darauf, dann abends bei dir mit in den Jacuzzi einzusteigen, in dein. Genau. Immerhin warst du ja bei uns im Holzfass, Ja. in unserem Zuber oder Hot Tube.
Okay, das war allerdings auch noch vor Corona, muss man dann dazu sagen. Da ging das Ja, dann auch es noch, ne? war, und es war auch egal, es war ja innen drin nass und es war von oben auch nass. Es hat ja sowas von geschüttet. Also das Ja. war ja nachher auch völlig egal, nachts um 4:30 oder sowas. Aber es war ein Psst, toller, wir toller wollen es ja Abend. nicht alles erzählen hier. Nee, nee. Okay. Ja, aber Geselligkeit geht vor. Übrigens, wir bauen nämlich gerade auch unser Studio auf bei uns. Wir werden da, nehme ich es jetzt mal vorweg, wir werden eine komplette Thekeneinrichtung reinbauen. Und das wird so ein bisschen so wie Inas Nacht sein, was ja auch im NDR eigentlich auch so ausgestrahlt wird, weil ich auch genau diese Atmosphäre halt liebe. Nicht dieses Bling-Bling und lass uns mal alle toll ausgeleuchtet dann da stehen, sondern einfach dieses authentische mit echten Menschen sprechen. Und ich glaube, Ja. da stehen wir auch für und da stehst du für. Und ja, wir beide haben es da ziemlich auf die Spitze getrieben bis dato. Aber es gibt da jetzt auch noch ein neues Medium neben Podcast und neben dem ganzen Thema YouTube. Clubhouse geht ja ganz schön durch die Decke, ne? Ja, man muss sich wundern. Also ich bin in der Tat irgendwie Anfang Januar, ich habe es dann mal vernommen, also ich habe es eigentlich das erste Mal vernommen, als Julia Bangert, Personalvorständin der DATEV, das Ding gepostet hat. Clubhouse, sie wäre jetzt bei und hat einen sehr schönen Text dazu geschrieben, was das sein kann und wo das vielleicht hingeht. Und dann habe ich gedacht, ja, Clubhouse, was das wohl sein mag, so richtig, wie es auch noch nicht begriffen. Und dann bin ich von dem Sascha Matusek eingeladen worden. Ja, der hat mir eine Einladung geschickt und dann bin ich rein und der hat jetzt immer montags zum Beispiel um 20 Uhr so einen Steuerberater-Talk, wo Steuerberater alles auch um so die Branche zusammenkommt und das ist sehr spannend. Ich habe mich da denn ja so ein bisschen verlinkt und man muss natürlich auch Follower suchen, also man muss so Leute suchen, die man folgt, damit man auch tolle Sessions oder Clubräume vorgeschlagen bekommt. Also nur zu sagen, ich bin da jetzt und guck mal so ein bisschen, dann passiert da nicht viel. Also man muss ein bisschen aktiv auch Leute suchen, wo man sagt, ja, das könnte interessant sein. Ja, klar, wenn Thomas Gottschalk oder Joko Winterscheid oder sowas, wenn die da eine Session machen, sind da irgendwie 2.000, 3.000 Leute drin. Da werden tolle Geschichten erzählt. Muss jeder für sich sehen, ob das interessant ist, ob man da was machen kann. Aber das Tolle ist, man ist halt wie ein Podcast zum Mitmachen. Man kann sich halt per Handzeichen melden und kommt auf die Bühne, wenn man eingeladen wird dazu, und kann seine Meinung kundtun und sich dann mit anderen Leuten diskutieren. Also das finde ich schon sehr spannend. Man muss natürlich aufpassen, ist auch ein Zeitfresser, ne? Man darf sich nicht verlieren in der Sache. Das ist so ein bisschen wie so die Sirenen und diese Geschichten der griechischen Mythen. Man ist auf einmal irgendwo jahrelang weg, obwohl man nur eine Woche weg war. Man hat es gar nicht gemerkt. So ist auch Clubhouse so ein bisschen, ja? So schwuppdiwupp. Also meine Frau hat mir auch schon ein paar Mal gesagt, so, bist du da schon wieder drin? Das kann auch gar nicht angehen. Willst du jetzt abends nur noch Clubhouse machen oder wollen wir uns auch noch mal unterhalten oder so? Also am Anfang ist man natürlich dann da frisch bei. Und wir haben jetzt zweimal schon eine Veranstaltung mit dem André Friedemann aus Offenburg, da aus dem Badischen, auch ein Steuerberater-Kollege, den ich über die DATEV kennengemacht. Wir haben einmal neue Arbeitswelten und Arbeitszeitmodelle gemacht und jetzt 14 Tage später meine 25-Stunden-Woche, Irrsinn oder Erfolgsmodell, die für unsere Verhältnisse gut besucht war mit bis zu 70 Teilnehmern. Auch mit als eine der ersten, die in dem Raum drin war, war Julia Bangert von der DATEV, die sich auch teilgegeben hat, also wirklich toll, die auch damals in meinem Digicamp-Vortrag war und davon auch nochmal berichtet hat, was für eine tolle Stimmung da war und wie geil das war. Und dann mal toll mit Kollegen uns ausgetauscht und wir machen halt 14-tägig jeden Dienstag 20 Uhr, machen André und ich irgendein Thema rund um die Arbeitswelt, rund um New Work, rund um Andersdenken in der Steuerberatung, aber auch um das Miteinander arbeiten geht es da, ja, um das Miteinander achtsam sein und nicht, mir interessieren keine Prozesse, wie toll ihr Prozesse macht. Ja, es interessiert mich nicht. Könnt ihr alle machen, wie ihr wollt. Da geht es um andere Dinge. Und da geht es auch ein bisschen vordergründig um die Mitarbeiter, weil ohne die Mitarbeiter sind wir nichts. Das ist nun mal Faktum so. Ja, ist so. Und ich bin auch ganz gespannt. Wir werden ja auch bald jetzt, wir haben ja so viele Themen, ne? Wir hätten auch mehrere Folgen davon machen können. Wir werden ja auch bald die Pioniere da ja durchführen, Pioniere Brain Trust mit echt coolen Kollegen. Da bin ich nochmal gespannt, da werde ich nämlich euch auch nochmal, es geht jetzt auch schon so ein bisschen, eine ganz neue Unternehmensorganisationsstruktur mitgeben. Wir nennen die bei uns intern jetzt die Superheldenstruktur, die Superheldenmission.
Hat ganz viel mit Agilität zu tun, ganz viel mit Menschenwertschätzung jeder Mitarbeiter. Das leben wir ja schon seit 1,5 Jahren. Aber da werde ich noch eine eigene Folge rausmachen, nur jetzt schon mal so einen kleinen Cliffhanger. Jeder Mitarbeiter bei uns ist immer als Superheld definiert, der bestimmte Stärken hat, wo man aber auch Schwächen benennen darf. Das nennt man sogar in der agilen Organisationsstruktur, das sind erlaubte Schwächen. Weil bei Superhelden ist es ja auch so, ja, Hulk ist auch sehr stark, aber dann ist er halt überspitzt da und kann seine Grenzen nicht mehr einhalten. Das ist dann wieder seine Schwäche, aber das sind sogenannte erlaubte Schwächen, weil jeder Mensch, der gewisse Stärken hat, halt auch ein Yin und ein Yang, was das angeht. Und das werden wir in den nächsten Monaten und als eigene Organisationsstruktur aufbauen, die halt für uns dann auch zum eigenen Label sein wird, die wir sicher sind, dass es auch in der steuerberatenden Welt ganz spannend sein wird, um die Mitarbeiter wieder mitzunehmen und da auch wieder eine Leichtigkeit, spielerisch. Ja, einfach auch ein bisschen wieder zu entzerren, alles, was so vielleicht sich in den letzten Jahren so festgebissen hat. Ja, also das zum Thema New Work. Wenn wir da auch nochmal eine Session haben, würde ich das gerne auch da nochmal vorstellen. Ist auch eine ganz spannende Geschichte, die sich ergänzend zu so einer 25-Stunden-Woche oder ein Arbeitszeitverkürzungsmodell, muss man ja eigentlich eher sagen, was du machst, Ja, genau. darstellen kann. Ja, lieber Erich, wir quatschen schon ganz schön lange. Ich glaube, das ist Ja. die mit Abstand längste Podcast-Folge, die ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe. Ist aber auch so, dass die total kurzweilig ist und so viele Themen da sind. Ich bin für meine Seite aus sicher, dass das jetzt erst der Anfang einer ganz langen gemeinsamen Reise ist, die wir dann da machen oder Mission, wie auch immer. Bis jetzt macht mir das tierisch Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, weil das halt auch irgendwie wir beide uns da ergänzen und der eine noch einen spinnernden Gedanken auf den nächsten setzt. Wohl wissen, dass es aber auch Ergebnisse gibt. Und wie gesagt, schaut euch gerne mal Steuerberater-büro.de. ja, siehst du, die Domain kenne ich jetzt noch nicht Ja, mehr so die habe ich aber schon in der auswendig. Tat seit 1997, also schon relativ früh. Okay, ja, Oder das hat ist mein schon Vater sich wahrscheinlich damals. gut gerankt, wahrscheinlich sogar schon bei Ja, Google in großen. genau, die ist Ja, auf schon jeden sehr Fall lange. schaut euch da die Seite auch nochmal an, wenn natürlich auch Unternehmen oder Kanzleien, so wie deine Kanzlei, lieber Hörer, Interesse daran hat, eine authentische Kanzleiidentität zu haben, die auch mal weg anders ist als die Norm. Also wir machen ja auch von Facebook-Ads, Instagram, alles mit, was dazugehört, von Reichweite aufbauen, Informationen, eigene Geschichte erzählen, authentisch zu sein. Muss nicht bilderbuchmäßig sein oder Hochglanz, sondern authentisch mit Ecken und Kanten, so wie man ist, dann meldet euch bei uns. Wir bauen das gerne mit euch auf. Unser Team ist mittlerweile aus mehreren Textern, Fotografen, Videografen, tollen Webdesignern, meine Wenigkeit, ich mache mal, das lasse ich mir auch nicht nehmen, die Positionierung individuell mit den Steuerberatern. Und damit kommen dann meist dann sehr gute Ergebnisse dabei rum. Es bringt auch eine Freude, da mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich muss auch sagen, als ich da mit dem Dennis halt bei euch letztes Jahr vorm Lockdown, ich glaube, wir waren irgendwie, war das in den Sommermonaten, waren wir ja da bei euch und haben ja euer neues Büro, was ja wahrscheinlich heute schon wieder mehr anders aussieht, als es damals aussah, ja, besucht. Und da kommt halt auch, ja, ihr seid halt ein cooles Team, also empfinde ich so. Also das bringt halt auch Spaß und kenne ich ja auch viele von euch und durch die ganzen einzelnen Veranstaltungen war ja auch auf eurem New Gen Festival das erste und was ja nun leider sich irgendwie durch Corona auch zerlegt hat und selbst die Stadiontour, die wir geplant haben, die hat sich dann ja Die wieder kommt zerlegt noch, und die die kommt kommt noch. Da noch. freue ich mich auch Das ist schon drauf. zerlegt. Das wird auch eine geile Nummer werden. Also ich glaube, da werden wir auch echt rocken und ich denke einfach mal, ihr mögt euch denken, wenn ihr den Podcast hört, liebe Kollegen, meine Güte, die sind auch echt ein bisschen durchgeknallt oder sowas. Aber lasst das doch einfach mal zu. Lasst das doch einfach mal zu, dass ihr einfach mal querdenkt. Dass ihr einfach mal, und querdenken bitte nicht falsch verstehen jetzt im Kontext. Das ist ja auch leider mittlerweile Um die negativ Ecke gedacht, das denken, sage Wort. ich mittlerweile, Einfach mal ja. um die Ecke denken, ja. Dass man einfach mal ein bisschen auch albern sein darf. Also mal ein bisschen was anderes denkt und nicht immer nur so in diesem Kontext. Das erwartet man von uns, ja. Also das macht mich immer frei im Kopf, ob man es denn so nach draußen präsentiert, ist doch völlig egal. Aber macht das einfach mal. Das tut unwahrscheinlich gut. Es lüftet das Gehirn. Und irgendwie sind wir alle Kinder und wollen ja alle nur spielen. Ja, genau.
Und wie cool ist das, wenn man das im Beruf sogar darf? Ja. Okay. Erich, vielen Dank. Ja, Damit sehr gerne, schließe ich die Daniel. Podcast-Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war nur ein kurzer Einblick. Exakt auf deine Situation zugeschnitten, können wir gerne ein Erstgespräch vereinbaren. In dem Gespräch wirst du erfahren, ob und wie wir dich in deiner Situation unterstützen können, damit auch du schon sehr bald zu den Gewinnern im digitalen Wandel gehörst. Besuche jetzt unsere Seite auf www.kanzleistratege.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir deine Potenziale, deine Engpässe und deine Ziele besprechen und dir sofort echte Mehrwerte mitgeben. Mach dir eins bewusst: Durch unsere New Generation Community mit anderen Kanzleiinhabern und durch unser professionelles Coaching-Team wirst du viel schnellere und viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn du alles alleine umsetzen müsstest. Du hast noch Bedenken, weil es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Du möchtest erst noch andere Projekte abschließen. Du meinst, du bekommst das alleine hin. Du hast so viel zu tun, dass du meinst, du kannst das alles eh nicht umsetzen. Falsch, 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 falsch. Warte nicht. Verliere nicht weiter wichtige Lebenszeit. Sichere dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch unter www.kanzleistratege.de. Durch unser Coaching verschaffen wir dir mehr Zeit, passende Mitarbeiter, Struktur, Gelassenheit, Spaß an der eigenen Kanzlei. Finde keine Ausreden, gestalte mit uns deine Zukunft. Leg jetzt los!